Ja, liebe Imkerfreunde, im heutigen Video möchte ich euch vorstellen, wie ihr ganz einfach eure Varroa-Behandlungsmittel verdünnen könnt. Am Beispiel hier einer 80%igen Milchsäure. Das könnt ihr aber natürlich analog auch auf Ameisensäure anwenden. Im Prinzip geht es ganz einfach. Ich habe für euch hier ein kleines Schema und mit diesem Schema könnt ihr eben, wenn ihr immer so vorgeht, jegliche Säurenberechnung vornehmen und somit eben auch alle Varroa-Behandlungsmittel, egal in welcher Konzentration sie geliefert werden, auf eure gewünschte Konzentration umrechnen. Das Ganze sieht folgendermaßen aus. Ihr habt hier oben die Konzentration, die ihr möchtet, zum Beispiel 15%ige Milchsäure. Das Ganze teilt ihr dann durch die Konzentration, die ihr bekommen habt. Meistens wird eben die Milchsäure in 80%iger Konzentration ausgeliefert, also teilt ihr eben hier diese 15% durch diese 80%, dann bekommt ihr hier so einen Verdünnungsfaktor raus. Anschließend müsst ihr die Gesamtmenge, das ist das Volumen, was ihr später ansetzen möchtet. Ich nehme zum Beispiel für meine Milchsäure hier immer 200 Milliliter, wenn ich ein paar Ableger behandeln möchte. Ihr könnt natürlich auch größere Mengen nehmen. Das ist später einfacher mit dem Einwiegen. Ihr nehmt dann diese Gesamtmenge mal diesen Verdünnungsfaktor, den ihr hier oben berechnet habt. Und dann bekommt ihr die Menge, die ihr benötigt von dieser 80%igen Milchsäure, um dann später auf die 15%ige Milchsäure zu kommen. Was ihr als allerletztes noch machen müsst, ihr müsst noch die Wassermenge berechnen, die ihr jetzt benötigt. Dazu nehmt ihr einfach die Gesamtmenge, also das Gesamtvolumen, vielleicht auch das Gesamtgewicht in Gramm, minus die Menge, die ihr eben hier vorher berechnet habt. Und dann bekommt ihr die Menge, die ihr an Wasser benötigt, um dann am Schluss auf diese 15%ige Milchsäure zu kommen. Ja, wir rechnen jetzt gerade mal kurz ein kleines Beispiel aus. Wir werden später auch alles wirklich noch einwiegen und dann uns diese 15%ige Milchsäure hier selber ansetzen. Wir haben eine 80%ige Milchsäure geliefert bekommen und möchten jetzt daraus eine 15%ige Milchsäure herstellen. Das ist das, was wir Imker in der Regel auch für die Varroa-Behandlung verwenden. Und diese 15%ige Milchsäure soll in einem Gesamtvolumen von 200 Milliliter oder eben 200 Gramm vorliegen in so einer kleinen Sprühflasche. Hierzu fangen wir erstmal an. Also wir wollen eine 15%ige Milchsäure. Wir nehmen also 15%. Prozentzahl brauchen wir jetzt nicht dazu schreiben. Teilen das dann hier durch das, was wir haben. Wir haben eine 80%ige Milchsäure. Und jetzt bekommen wir hier einen Verdünnungsfaktor raus. Das ist das, was hier oben steht, wenn wir das durcheinander teilen, von 0,1875. Das wäre jetzt dieser Verdünnungsfaktor, den wir hier oben berechnet haben. Jetzt kommt die Gesamtmenge. Als Gesamtmenge haben wir jetzt gesagt, wir nehmen hier 200 Milliliter. Wenn ihr jetzt einen halben Liter ansetzen würdet, dann nehmt ihr einfach 500 Milliliter. Oder wenn ihr einen ganzen Liter ansetzen möchtet, dann nehmt ihr eben hier 1000 Milliliter. Wir werden jetzt hier einfach 200 Milliliter bzw. 200 Gramm ansetzen. Wir werden das später auch einwiegen. Also hier 200 mal diesen Verdünnungsfaktor von 0,1875. Jetzt kommt raus 37,5 Gramm von dieser 80%igen, ich schreibe es dazu, dass ihr wisst, was ich damit meine, 80%igen Milchsäure. Ja, das nächste, was wir jetzt noch machen, wir benötigen nochmal die Gesamtmenge und ziehen eben davon diese 37,5 ab und dann bekommen wir die Menge an Wasser, die wir noch benötigen. Das heißt also hier, die Gesamtmenge wäre hier 200 Milliliter bzw. 200 Gramm minus diese 37,5 Gramm. Und wir bekommen raus 162,5 Gramm. Das wäre eben das Wasser, was wir jetzt benötigen, um dann später auf unsere 15%ige Milchsäure in dem Gesamtvolumen von 200 Milliliter zu kommen. Das heißt also nochmal zusammengefasst, wir benötigen 162,5 Gramm Wasser plus 37,5 Gramm von unserer 80%igen Milchsäure, abgekürzt mit MS, um dann hier auf unsere 15%ige Milchsäure zu kommen. 162,5 Gramm Wasser plus 37,5 Gramm von unserer 80%igen Milchsäure. Das war alles und alles eben nach diesem Schema hier oben.
Jetzt werden wir das Ganze auch real ansetzen. So, ich habe jetzt hier schon mal alles hingerichtet, unsere 80%ige Milchsäure. Dann habe ich hier ganz normales Leitungswasser, das wir als erstes vorgeben. Man gibt immer als erstes das Wasser vor und dann die Säure. Und ich habe hier so eine Sprühflasche, die ich schon beschriftet habe, mit 50%iger Milchsäure. Ich würde euch empfehlen, Handschuhe anzuziehen und auf jeden Fall einen Augenschutz, denn wenn ihr eine konzentrierte Säure ins Auge bekommt, dann kann das sehr unangenehm werden, also auf jeden Fall einen Augenschutz tragen. Alles schon tariert. Ich arbeite immer hier in Gramm. Ihr könnt unter Umständen auch mit Milliliter arbeiten, wenn ihr hier eine Spritze nehmt, aber ich würde euch einfach empfehlen, das einzuwiegen, das ist viel einfacher. Also wir werden jetzt unsere 162,5 Gramm Wasser vorlegen. Wenn das Ganze ein paar Gramm mehr oder weniger sind, ist es völlig egal. Also es ist ein bisschen mehr, 164, so genau könnt ihr eben mit so einer Küchenwaage nicht abwiegen. Das ist aber auch völlig egal, ob das jetzt 15,1 oder 15,3 oder 14,7% wird. Das reicht, wenn es circa 15%ige Milchsäure später ergibt. Jetzt tarieren wir alles wieder, dass wir hier auf 0 kommen. Und jetzt wiegen wir hier die 37,5 oder 38 Gramm circa von dieser 80%igen Milchsäure ein. Bisschen mehr, sind wir bei 40, aber wie gesagt, hier kommt es eben auf 2 Milliliter oder 2 Gramm nicht an. Ja, als nächstes füllen wir das dann hier ab. Am besten, ihr nehmt hierfür einen Trichter. Ich fülle es jetzt so rein, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt einfach hier einen Trichter, wenn ihr hier mit Säuren hantiert. Deckel drauf und damit hätten wir eben hier 200 Milliliter von unserer 15%igen Milchsäure hergestellt. Wie bereits erwähnt, ihr könnt natürlich diese Formel auch für Ameisensäure anwenden oder andere Säuren und die Berechnung dann analog mit der Ameisensäure durchführen. Ich habe euch unten diese Formel auch in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr das Ganze auch zu Hause ausrechnen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir hierzu einen Kommentar hinterlasst. Macht's gut, bis bald, euer B-Man.